Da bist du ja schon wieder. Was machst du denn jetzt mal? Naja, sie, du kannst mal duschen. Gibt es nicht hier immer noch sowas wie Extra-Aufgaben? In Welt platzieren? Nee. Kannst du irgendwie sonst noch? Hausaufgaben abgeschlossen. Erhalte eine Fähigkeit, um Level 2 zu erreichen. Benutze Objekte, führe Sozialaktionen aus oder lies ein der Fähigkeit entsprechendes Fähigkeitenbuch, um die Fähigkeit eines Sims zu verbessern. Fähigkeitenbücher können direkt im Bücherregal über die Bücherkaufinteraktion erworben werden. Na, dir geht's ja gut, ne? Da bin ich beruhigt. Ich habe das Gefühl, dass wir Katja ein bisschen vernachlässigen, aber das liegt auch daran, dass sie auch eigentlich den ganzen Tag in der Schule hockt. Deshalb hoffe ich so ein bisschen aufs Wochenende, dass es da mal ein bisschen besser wird. Was sagt denn die Temperatur? Warm ist es, super. Teilweise bewölkt. Und hier Kalender, was gibt's hier? Schmutzwühlerin, Regalauffüller 3, Oberschülerin. Das ist alles noch nicht so schön. Morgen soll es erstmal noch regnerisch werden. Und hier ist. Ach, sieh an. Da ist Arbeit, da ist Arbeit. Beschäftigt, beschäftigt. Ach so, Freitag. Ach, die Woche fängt. Ach Gott, das ist ein ekliger Kalender, wo die Woche sonntags anfängt. Da muss Frau Pepper arbeiten. Ach, es gibt leider mal keinen Tag, wo alle. Doch, am Donnerstag. Warum haben denn am Donnerstag alle frei? Das verstehe ich nicht. Am Donnerstag haben alle frei. Gut, Freitag ist Liebestag. Aha, und hier ist Silvester und hier ist das Winterfest. Alles natürlich schön unreligiös geregelt. Und hier ist der Rabatttag. Wow. Naja, da steht uns ja noch einiges bevor. Katja muss in einer Stunde zur Schule. Ja, da kommen wir hier lieber aus der Dusche raus. Gehen wir noch aufs Klo und dann könntest du mal noch eine schnelle Mahlzeit essen. Wie viel es hier gibt? Cerealien. Woo. Oh, Frau Pepa, die muss auch. Eingehender Anruf. Heike muss in einer Stunde zur Arbeit. Was möchtest du tun? Von zu Hause arbeiten. Zur Arbeit gehen. Zur Arbeit gehen. Dann Reste nehmen. Die habe ich ja voll vergessen. Jetzt aber ein bisschen hoscher, die Damen. Ja, dann geh da gleich hin. So, jetzt hier schnell, schnell, schnell Reste nehmen. Katja? Katja möchte. Ich glaube, Katja war die Unterhaltung mit ihrer Mutter ein bisschen peinlich gestern Abend. Deshalb ist sie lieber hier bei ihrem Vater, bei ihrem schlafenden Vater auf dem Bett. Okay, eine Viertelstunde noch, das müssten wir eigentlich beiderseitig schaffen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Was ist Herr Peber? Der pennt richtig lang. So. Und dann kannst du eigentlich auch. Morgen, Papa! Was machst du denn hier? Warum stellst du das auf der Kommode ab? Ach, egal. Schönen Schultag. Okay, Katja geht und Frau Peper muss auch gehen. Na, dann lassen Sie das mal bitte stehen. Frau Peper, Sie müssen zur Arbeit. Hey Heike, wir fänden es toll, wenn du unsere Gruppe Party People beitreten würdest. Was sagst du dazu? Nein, wir müssen zur Arbeit, wer auch immer du sein magst. Heike ist zur Arbeit. So, Herr Pieper, guten Morgen. Was ist ihr denn ihr Pläsier? Der muss erst heute um 18. Huch, ich habe einen Screenshot aufgenommen.
Der muss erst um 18 Uhr zur Arbeit, dann kann er sich erstmal Reste nehmen. Und dann haben wir ja erstmal einen ganzen Tag mit Herrn Pieper. Katja ist bis 3 in der Schule, da haben wir ja eine Menge Zeit. Ich bin cool. Und da flog gerade ein Schmetterling durch die Wohnung, naja, egal. Was machen wir denn mal mit ihnen? Und irgendwie ist es hier immer noch so dunkel. Ich glaube, ich muss diese Wohnung auf lange Sicht mal sehr überdenken. Naja, wir brauchen mal ein Radio. Wir brauchen, was macht sie? An Blumen riechen. Kontakte knüpfen. Ach, guck mal, was hier alles geht. Eingehende SMS. Glückwunsch von Helmer Brodonski. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Okay, der war schon weg. Bei der Arbeit. Wo ging denn das? Mit Kollegen Kontakte knüpfen, früher verlassen, in die Erde graben. Sich selbst. Erhöht die Arbeitsleistung und Fitness, aber senkt die Hygiene. Es kann Langeweile auftreten. Fleißig arbeiten. Katja kann eigentlich vielleicht mal Schule früher verlassen, bloß nicht. Freundschaften schließen. Verringert die Schulleistung, erfüllt das Bedürfnis sozial. Verbessert die Schulleistung, senkt das Bedürfnis nach Spaß. Wie viel Spaß hat sie denn? Oh, Cardoon. Sozial, naja, machen wir lieber mal Freundschaften schließen. So, und der Pieper, der kann auch eigentlich Freundschaften schließen, mal heute. Mensch, was machen wir denn mit ihrem angebrochenen Tage? Sollen wir mal in den Park fahren vielleicht? Vielleicht treffen wir da ja den ein oder anderen, der nicht gerade Charlotte Heck, die Postbotin ist. Bringt die uns was? Rechnungen am Ende. Ne, uns, wow, die ist ja eingebildet. Uns bringt sie gar nichts. So, Herr Pieper, Profi der Pflanzenzucht. Der Verein Grüner Daumen veranstaltet einen Wettbewerb, um herauszufinden, welcher Gärtner die größte und beste Erntepflanze züchten kann. Was soll Heike tun? Soll sie alles geben, um mit ihrer Pflanze ins Finale zu kommen oder als Gartenfan beim Wettbewerb zusehen? Mit der Pflanze ins Finale schaffen, bei Wettbewerb zusehen, mit der Pflanze ins Finale schaffen. Heike beschließt, am Wettbewerb teilzunehmen. Ihr Apfel soll der größte aller Zeiten werden. Leider wird der Apfel so schwer, dass der Baum in zwei Hälften gerissen ist und der Apfel hoch in die Luft geschleudert wird. Der Apfel klatscht mit einem Spritzer außerhalb des Wettkampfgeländes auf den Boden. Heike wird vom Wettbewerb ausgeschlossen und beauftragt, die große Apfelmus-Explosion zu beseitigen. Spaß 8. Na immerhin, das hat wenigstens was gebracht. Wer denkt sich solche seltsamen Texte aus, frage ich mich doch da. Mit dem Nachhilfepeller könnten wir reisen, machen wir aber nicht. Wir reisen ohne den Nachhilfepeller. Und fahren mal in den Park, oder? Wie sehe ich das? Disco ist, glaube ich, zu früh heute. Fitnesscenter ist vielleicht auch nicht so seins. Da könnten wir mit Frau Pieper mal hin. Da gehen wir doch mal in den Park, mal schauen, was da so läuft. Die Galerie enthält unglaubliche Kreationen von anderen Zimmern. Da habe ich mich auch schon mal umgeguckt. Schlittschuh- und Rollschuhbahn erscheint. Dann nicht. Ja, hier steppt echt die Gaudi, hier ist richtig was los, hier ist weit und breit niemand. Wahrscheinlich müssen auch alle außer Herr Pieper arbeiten. Hier ist ja nichts los. Was ist das? Arbeitet hier jemand? Wer ist er? Jonas Palm, ein erwachsener Verkäufer. Gut, mit dem möchte ich mich aber auch nicht so gern anfreunden. Was haben wir hier? Können wir hier angeln oder sowas? Nee.
Hier gibt's Bedürfnisanstalten. Hier kann man angeln oder Frösche suchen. Hier kann man Schach spielen. Komm, dann machen wir das einfach mal. Gut, Herr Peper, der ist fröhlich. Ich meine, hier, ne? Einsamer Genuss. Einzelgänger ziehen Einsamkeit vor großen Menschenmengen vor. Und schöne Umgebung oder sowas, ne? Dekoriert. Dekorationen sorgen für schöne Umgebungen. So, Herr Peper lernt die Logikfähigkeit. Das ist doch auch in Ordnung. Halt, wer sind denn Sie? Björnbär Der geht da aber auch einfach. Wen haben wir da? Jeanette Breuer. Nancy Landgrab. Fritz Honka natürlich mal wieder. Der geht hier wieder spazieren. Unser lieber netter Nachbar. Ja, ich gehe hier einfach mal so lang. Da kann mir keiner was nachweisen. War da nicht gerade diese Frau Landgrab? Oh, das wäre ja schön, aber wer ist denn das? Moritz Klee, von dem will ich nichts. Und hier haben wir noch Moira Frühes. In der Gruppe Gartenzwerge, da möchten wir eigentlich nicht so gern sein. Ach, guck mal, hey, Rothaarigen treffen. Felder. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Herr Peper ist angespannt, weil da eine fremde Gefahr ist. Wie, wie, wie. Einzelgänger fühlen sich in der Nähe von Fremden nicht wohl. Wer weiß, was sie im Schilde führt. Was wollen Sie hier? Bitte gehen Sie. Ja, da müssen wir Jeanette Breuer wohl mal kennenlernen, freundlich vorstellen. Only do. Sasuna. Also, ich mag, würde sie Rimbleweed. lieber mögen, Oh. wenn sie nur in einem Buch vorkommen. Rimbleweed. Ey, was wollen Sie denn? Oh, was für Mit Jeanette Tage. plaudern. Ach, Also, Sie scheinen mir ja nicht Gartenzwerge. das große Money zu haben, oder? Nein. Dag, Aber dag. ich habe einen Wait. Nachbarn, der ist eigentlich ein Lama. Oh, so. Sabar de Blanc. Chenoy. Chorg. Über Problembeschwerden. Nasi Ah, da kommt ja noch jemand. Nyak. Gehen Sie bitte, gehen Sie bi Farik, bitte. Fabi, Ralph, Das ist ja die reinste Chenoy. Fliegenplage hier mit Ihnen. Beine Flim. Quinn, Oh, Baker also ich habe Flint, eigentlich Probleme mit Ihnen, Giles. verstehen Sie? Mir wäre es lieber, wenn Sie weg Salary wären. Prosh. Sie ist gelangweilt in der Klasse, da kann ich auch nichts drüber. Nach Tag fragen. Ach komm, Herr Peber, jetzt seien Sie mal nicht so. Über Interesse reden, die hat rote Haare, die ist sympathisch. Beleidigen, nein, bitte nicht, Herr Peper, beherrschen Sie sich. Auf Wiedersehen, nach Karriere fragen. Und vielleicht nochmal kennenlernen. Mehr Auswahl, Freund. Mehr Auswahl, freundlich kennenlernen. Oh, Sharuna, yourself. Sie sind so ein Oh, öder Sack, hat Ihnen das Mara schon mal jemand Alfrest. gesagt? Das 7-8. interessiert mich nicht. Kulia. Bitte, das, bitteschön. Oh, da kommt noch jemand. Ja. Jabba Zanks. Also ich koche ja jetzt gern. Ich bin hier Krippel. der Meisterkoch. Es 7-8. interessiert mich nicht, Sie. Kinkuya. Konrad hat erfahren, dass Jeanette als Verkaufsaushilfe bei das Einkaufsparadies arbeitet. Konrad hat folgende Merkmale von Jeanette kennengelernt. Insider. Beleidigen. Backpfeife geben. Alter, Herr Pieper. Also bitte ja. Nach Tag fragen. Shishitois? Hey! Ah, Dorma. Ah, Buster. Na komm, auf Wiedersehen dann eben nicht. Tschüss. Dann spielen Sie hier mal weiter. Bay, Dufka. Also sowas Unfreundliches. Ja, ich habe eine glänzende Idee. Ich spiele einfach allein weiter. In der Zeit können wir uns hier mal ein bisschen weiter umgucken. Hier ist dieser seltsame Mann.
Wie hieß der nochmal? Klee, ne? Moritz Klee. Das ist bestimmt. Oh, das ist bestimmt der Sohn von Günther Klee. Eieiei, ist er aber nicht. Das sage ich gleich. Und aufs Klo muss er mal. Wen haben wir hier? Mike Kreutz. Hier ist Marie Niesen. Aber bitte nicht jetzt, bitte Abstand halten, bevor Niesen. Gehen Sie mal aufs Klo. Da ist niemand, Herr Peber, da sind Sie allein. Kein Problem. Schön ausweichen vor den anderen. Björn, ach, das ist Björn. Hier hinten haben wir, bekommen wir die? Wolfgang Munch und Nancy. Hygiene, was ist denn los? Naja, wenn sie sich die Hände waschen, geht das dann? Naja, immerhin. Katja hat Wolfgang in der Schule kennengelernt. Katja hat Wolfgang. Wer ist denn Wolfgang? Wolfgang Munch. Naha. Mit dem möchte ich eigentlich aber nicht so gern beisammen sein. Uhr, da ist sie auch noch in der Schule. Haben Sie irgendwelche Wünsche, Herr Pieper? Naja, er könnte jetzt noch weiter. Hier pennt einfach einer. Sitzen. Hunger haben Sie jetzt auch nicht so. Geoffrey Landgrab. Nancy Landgrab. Vielleicht können sie sich hier ja mal was zu essen holen. Essen bestellen. Ein rotes Samttörtchen. Ja, komm mal ran hier. Hier gibt's die besten roten Samttörtchen der ganzen Stadt. Und hoffentlich auch die einzigen, denn sie sind richtig scheiße. Ein rotes Sandtörtchen, bitteschön. Was wollen Sie? Ich möchte auch bitte so ein Gebäckstück, bitteschön, ja. Und dränge mich vor.